Ihr wollt wissen, wofür der Container hier ist? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir haben den Spaß. Eigentlich würde ich gerne ein bisschen mehr Licht da drauf bringen. Kriegen wir? Organisation? Nein. Sag mal, wo hatte ich das denn? Da nicht. Da oben. Natürlich Organisation. Mann. Blutlicht. Deckenlicht kriegt man nicht an der Wand. Okay. Macht ja auch irgendwie Sinn. Ein Flutlichtmast könnte etwas knapp werden. Eine Straßenbeleuchtung ist eigentlich irgendwie doof, ne? Wobei gibt noch ein bisschen mehr Detail, ne? Wissen wir nicht dann. Den zweiten. Hier hinsetzen. So ungefähr, ne? Mit dem verbinden, das kann nicht sein, ne? Telefon. Oh Mann, ey. Habt ihr auch so viele Scam- und Spam-Anrufe? Die nerven ein bisschen. Naja, egal. Wir machen hier weiter und lassen uns nicht irritieren. Ups. Dann gehen wir aber hier hin. Welche Höhe habe ich das gemacht? Da. So. Jetzt sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt nehmen wir die nochmal hier weg. Diese weg. Diese weg. Wie machen wir das? Ziehen wir erst. Wir könnten ein Kabel von da dahin ziehen und von da. Das ist gar nicht mal. Finde ich gar nicht mal schlecht. Dieser Bett schon an. Dann brauche ich auch gar keine weiteren mehr. Warum? Warum bist du manchmal so dunkel? Egal. Okay, damit haben wir eine Kleinigkeit geschafft. Ich habe mir noch überlegt. Na schön, jetzt wird Tag. Einmal gucken wir, ob wir noch irgendwie hier eine Chance haben, das da oben zu beschleunigen. Ich habe nämlich überlegt, komm, dann machen wir jetzt hinten raus noch irgendwie eine Fabrik, die diese Magnetdinger da, nicht Magnet, Montage-Leitsysteme schön schnell hinkriegt. Ich habe mir das mal ausgerechnet, also ausrechnen lassen, habe mir gedacht, okay, noch einen zweiten, also dass zwei produziert werden, ist ja schön schnell, aber bringt mir nichts. Weil dann haben wir gerade mal die Zeit halbiert. Gehen wir mal auf 10, dann lohnt sich das wenigstens. Das ist übrigens, also das wäre ein Projekt viermal so groß wie das AKW, ungefähr. Also wir haben knapp 350 Maschinen fürs AKW gesetzt. Und da sind wir bei 1200 Maschinen. Ich sag mal, nö. Das ist ein bisschen viel. Wäre schön gewesen, hätten wir früher machen müssen. Dann hätte sich das gelohnt. Aber so. Und hier sieht es ja jetzt gerade auch gar nicht mehr so schlecht aus. Ne, die Supercomputer, die stehen an, die wissen auch nicht mehr, was sie tun sollen. Wir können jetzt das natürlich hochballern. Weil wir machen hier 2,5 pro Minute. Aber da hängt es wieder an der automatischen Verkabelung. Also grundsätzlich machen wir hier 2,5. Die müssen, also wir müssen die pushen, damit wir das hinkriegen. Und das hier wird schon wieder schwieriger. Schön wäre natürlich, wenn wir die auf 5 kriegen würden. Dann könnten wir hier quasi noch einen zweiten oder noch besser. Also 6 wären top, weil dann könnten wir hier 3 Stück hinmachen, dann hätten wir es verdreifacht.
Problem bei dem Ganzen ist, wir müssen dafür, Moment, automatische Vergrabung kommt da an, dann müssen wir, geht das wieder hier los mit dem Rumgucken. Die kommen von dort. Und da fehlt es an Statoren. Wir haben wohl kein Problem mehr mit Kabeln. Wie sieht es da eigentlich aus? Ist der ist voll. Okay, also Kabel sind momentan nicht das Problem. Das Problem sind Statoren. Woher kommen die Statoren? Aus der unteren Kiste. Die untere Kiste kommt von da. Und von da kommt das von dort. Und dort ist das ein Computer. Hat ja gut geklappt. Meine Tier. Oh, die kommen von unten. Die kommen von unten. Wunderbar. Statoren von unten. Statoren von... Nee, wir machen da lieber... Nee, wir machen da nichts. Da flitzen gerade wieder welche. So, die Statoren machen wir... Sag mal, was mache ich denn hier eigentlich? Boah, ey, Spaghetti Town ist wirklich immer wieder schrecklich. Was bist du für ein Miner? Du bist doch Miner Mark II. Also wir könnten hier theoretisch... Oh, wir könnten hier noch einiges rausholen. Wenn ich da einen Dreier drauf mache... Moment, okay, 60, dann wären das, glaube ich, 120 Teile. Das stimmt mit dir hier nicht. Ach ja. So. Einmal reinballern. Oh. Oh, das war die andere Richtung. Ja, keine Ahnung. Ja, man müsste auch wissen, was das für Maschinen hier sind, ne? Genau. Ach, das waren die ich extra gemacht habe für Fixmas. Mann, ich weiß doch alles hier nicht mehr. Wir hätten da Kupfer rumliegen, damit könnte man mehr Kabel machen. Okay, das, was ich mir eigentlich gedacht habe, können wir schon wieder vollkommen vergessen. Ich hatte überlegt, vielleicht hinten an der... Bin ich hier jemals rauskommt? Hinten an der... die Richtung. Waffenfabrik. Nochmal ein paar... also hier... wie heißt das? Konstruktoren hinzusetzen. Dort einfach... Rezepte für Biomasse... rein... fast... reinzustopfen. Hätte man, keine Ahnung, 4 Stück genommen. Hätte man auch ein paar mehr noch machen können, wenn man das Zeug hier hat. Ja, klar, kein Problem. Aber im Grunde ging es um die hier. Ein paar Viecher töten könnte man natürlich auch, weil das gibt ordentlich. Und dann da hinten ein bisschen abholzen, reinmachen, ein paar Gasnobelisten, damit wir die auch mal haben. Das wäre jetzt so eine Idee gewesen, weil Nobelisten, da brauchen wir auch nur einen Assembler für. Also das hätten wir relativ zügig machen können mit dem ganzen anderen Kram. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir da noch irgendeine Chance haben, wenigstens das eine schon mal zu optimieren. Was macht ihr hier? Du machst Statoren. Du machst KI-Begrenzung. Du alleine machst die Statoren für da hinten? Du alleine? Das ist ja ungünstig. Stahlrohr und Turbodraht. Wie viel Stahlraum brauchst denn du? 16 pro Minute und 60 von dem. Ja, okay, der steht auf dem Dreier-Förderband. Da können wir doch... Gehen wir so ein Eumel hier neben? Natürlich nicht. Freiräume überlappen sich. Welchen Freiraum? Mit welchem Freiraum hast du denn jetzt ein Problem, Kollege? Achso, damit. Ja, okay. Natürlich hier hinten erweitern. Was von der Logistik her total bescheuert ist. Aber wir gucken mal. Parillo. Dahin noch einen zweiten daneben. Verdreifachen wir das mal.
So, du schmeißt den Spaß noch da raus. Wir sind hier in Spaghetti Town. Hier ist alles egal. Hier gibt es keine Regeln. Splitter hierhin. Splitter. Dahin. Da dran. Da ist er. Wo kommt's denn noch her? Und den machen wir auch. Dann geht das von da oben. Wo haben wir Turbodraht, 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 Turbodraht haben wir dort. So. Dahin, da rein, da rein. Wir setzen. Einmal hier das Rezept für Statuen, Statuen, Statuen. Die Kollegen. C, auch. Du brauchst Strom. Wo kriegen wir den her? Was ist das für ein Strom? Na komm. Den können wir aufrüsten. So. Und so. Das Thema Mods ist übrigens noch nicht abgehakt. Da bin ich quasi noch gedanklich dran. Ich habe mir nur gedacht, für einen Freitag ist das ein bisschen blöd, da anzufangen und dann nur zu gucken. Das lassen wir lieber. So. Muss ich das jetzt echt so richtig doof machen? Okay. Gucken wir mal. So, also kriegen wir auf die Art und Weise den Kollegen... Nein, kriegen wir nicht. Dann müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Wir... Stapeln uns den Kollegen einmal dahin und einmal dahin. Geht das von hier darüber und da rein und da rein. Dann schnappen wir uns hier einen solchen auf die Höhe so grob. Ein bisschen höher. Setzen uns dort einen Splitter dran und sage nein, sagen von diesem Splitter aus hallo und ballern rein damit. Junge, du bist zu langsam. 16 mal 3, 30 plus 18, 48. Das würde sogar reichen. Wir sind auch schon am Arbeiten. Da können wir gleich nochmal gucken, ob wir die beschleunigen können. So, jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie wir das hier machen. So, ist nämlich doof. Eigentlich müssen wir... Ja, wir müssen jetzt nach oben. Ist alles doof. Hier habe ich richtig, richtig, richtig viel Mist gebaut. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es nicht geht, ich hätte da gutes Anschauungsmaterial. So. Zack, zack. Und wäre ich jetzt wirklich auch mal ein cleverer Mensch gewesen, hätte ich genau das, was ich jetzt gerade getan habe, nicht getan. Aber nö. Ich denke mir, erst machen, dann feststellen, das war doof. So, ziehen wir dich mal hier dran vorbei, genau dahin. Dann setzen wir... Nee,
andere Ding hier. Fusionator. Dahin. Nehmen dich nochmal weg. Da können wir das eventuell direkt anschließen. Das sieht nämlich gut aus. Das ist ein bisschen expandiert. Das ist gut. Dann kommst du hier runter. Ist dich einmal um. Wir brauchen einen Merger. Und zwar genau auf diesem Stückchen und sagen Hallöchen. So, jetzt haben wir hier drei Stück so laufen. Wir könnten noch überlegen. Also es wird das Problem da hinten ein bisschen entschärfen. Wenn wir jetzt hingehen, wie sieht denn das hier aus? Ähm, 16 braucht er. 16 mal 2 sind 32. Und nochmal 8 dazu wären 40. Wir könnten das auf 40 erhöhen. Und wir hätten... Wir haben noch genau... Wir haben das noch so. Das machen wir jetzt auch. Und zwar bei allen dreien. Weil die sind halt im Moment wirklich am kritischsten, könnte man sagen. So. Das ist ja auch nicht wild, wenn wir die jetzt verballern, weil irgendwann müssen wir es ja mal tun. Und außerdem in der Welt gibt es noch genug oder man kann sie sich irgendwie holen. Ja. Was ich erkunden kann, wissen wir. So. Dahin. Mach mal leer, genau. Machen wir dahin. Machen wir dahin. Dort. Dort. Kommen etwas langsamer an. Ich meine, ich ziehe jetzt gerade die Fabrik da drüben leer. Aber das ist ja nicht so schlimm. Oder ist es die? Was habe ich denn da drin nochmal gemacht? Habe ich da drin die Dinger gemacht oder habe ich die da drin gemacht? Ha. Ich hätte mir Schilder draufstellen sollen. Von wo kommst du? Du kommst von da. Okay, ihr macht das. Verstehe. Was hast du denn da eigentlich? Ah, du umwickelst das Ganze nochmal mit Blätung. Da war was. Wunderbar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, da lang. Da läuft's durch. Wie sieht's denn bei euch aus? Kriegt ihr genug? Okay. Also ihr stockt ganz schön auf. Das heißt, da kommt genug an. Hm, guck mal. Da unten ist Tierwesen. Aber es ist nicht magisch. Aber ich weiß, wo es zu finden ist. Also. So, blöden Harry Potter wird auch abgeschlossen. Sehr gut. Das sieht gut aus. Ihr arbeitet also fleißig. Das heißt, das kommt jetzt da hinten mehr an. Das heißt immer noch nicht, dass ich da jetzt mehr machen kann, aber wenigstens ist die Minute zuverlässig und wir sind jetzt gleich bei 2700. Wir haben noch zwei Minuten. So. Moment, wie viel brauchst du pro Minute? Du brauchst pro Minute 18,75. Ach genau, das war das. Wir hatten hier drei Stück von. Ich glaube, der da unten auch noch. Genau, drei Stück. Dann haben wir die 18,75. Das ist also nicht das Problem. Hier ist jetzt die Frage, wie viele hiervon reinkommen.
aber er scheint im Moment so gut zu sein, dass sich das da auch anstaut. Also haben wir da schon Maximum erreicht. 2,5. Um das wieder hinzukriegen. Durch 2,5, 1,2 mal 6,25 durch 2,5. Das kann ja nicht sein. Aber was sein kann, ist das. Das macht doch eher Sinn. Okay, also wir bräuchten 6 Maschinen dafür. 6 Maschinen. Okay. Moment, das kann doch gar nicht sein. 6 Maschinen. Macht doch 18,7. Ich habe keine Ahnung, was ich hier rechne. Also, aber Mathe ist doch lustig. Wir machen im Moment 18,75, ne, durch 3 sind wir bei den 6,2. Da. Wir haben die 6,25 durch 2,5. Das wären 2,5 ist also das normale Maschine. Jetzt machen wir 18,75 durch 2,5. 7,5. Also, um diese 3 nochmal hinzusetzen, ohne irgendwelche Power Shards reinzusetzen, durch die Nummer 8. Um den Spaß hier zu verdoppeln, damit wir da auch verdoppeln können. Ich bin ehrlich, das ist ziemlich unrealistisch. Aber es staut sich hier im Moment so an, dass der quasi direkt wieder loslegen kann. So soll das sein. So, jetzt Volllauf. Ich hoffe, beim nächsten Mal sind 30 da drin. Wo sind wir denn? 2701, guck mal. Weil dadurch habe ich die 2,5. Und hier, man sieht ja auch, das hat sich auch ein bisschen hochgestaut. Das ist schön. Ja, das heißt, der kann hier wenigstens kontinuierlich rausballern. So soll das sein. Aber da die hier schon am Anschlag sind, habe ich halt keine Chance, das hier noch schneller zu machen, damit ich mir einen zweiten hinstellen kann. Oder ich muss halt jede Menge Zeug und dann wird es wieder schwierig, weil dann fehlt es mir wahrscheinlich an... Oh, das sind nur Kabel und Statoren, ne? Ah. Ich habe nur ein Problem, ich kriege das hier nicht durch das Spaghetti. Habe ich irgendwo, wo ich aber jetzt drüber nachdenken könnte, wäre zu sagen, ich baue mal hier einen Awesome Shredder hin, für den ich nicht genug Kabel habe, witzigerweise. Was aber jetzt nicht so ein Akt ist, die habe ich wirklich schnell zusammen. So, das sollte reichen. Das sollte sogar so gut reichen. Das heißt, ich kann mal hier hingehen. Die Kollegen, ich habe ja alles fertig. Ich brauche definitiv die Eumels hier nicht mehr. Das heißt, ich kann die mal hier in den Schredder leiten. Ich würde sie aber trotzdem weiterhin da hinten hinpacken. Das heißt, da kommt ein intelligenter Schoplitter drauf. Nicht ein solcher, ein solcher. Der mir nach rechts hin bitte genau und ich schließe mal stromtechnisch dort an. Du bist an, jetzt müssen wir dich nur noch einstellen. Geradeaus. Ja, geradeaus ist beliebig, aber rechts ist Überschuss. Geht wunderbar schneller raus, muss aber hier schneller laufen. So, machen wir dich mal leer. Hier. Die dürften jetzt auch gut ballern, punktetechnisch.
du hier immer wieder aktualisierst. Aktualisiert ja eigentlich. Wo mache ich eigentlich diese DNA-Kapsel? Die mache ich nur aus dem Protein. Das Protein, Codex öffnen, mache ich wirklich nur aus den Viechern. So eine Sache, die ich ein bisschen blöd finde, weil das ist halt beschränkt. Ne? Aber egal. Wir haben doch hier bestimmt noch Eisen, oder? Wir könnten theoretisch aus dem Eisen, das da oben noch ansteht, könnten wir noch Kabel machen. Dann hätten wir das Problem hier auch gelöst. Hallo, so, ne? Ja. Eisendraht, genau. Eisendraht und Kabel. Also blau. Ich kann einfach nach einer Blaupause. Ich kann einfach nach einer Blaupause suchen. Cool. Das. Guck mal, wir haben wenigstens was gelernt. Das ist doch schön. Nee, wir wollen Draht haben. Draht, genau. Aus Draht können wir, aus Eisen können wir Draht machen. Und aus Draht könnten wir dann wiederum Kabel machen, wenn wir tatsächlich das noch erweitern wollen. Aber das ist im Moment halt eher kritisch. So, du ballerst mal. Was machst du? Du arbeitest aber noch, ne? Ja. Aber dich könnten wir zum Beispiel auf 100 zurücksetzen, weil da brauchen wir nicht ballern. Wir gehen jetzt einfach nur hier im Schredder fertig. Aber noch machen könnten hier oben. Das ist eine gute Idee. Wir machen jetzt den hier. Bauen wir so um, dass für den Fall, dass wir irgendwann mal noch eine neue Stufe bekommen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie heißt der Kram denn hier? Intelligente Beschichtung. Intelligente Beschichtung geht gerade aus. Alles andere weiter. Das heißt, wir können den hier nämlich weiter verwenden und ich würde dann sagen, wir haben doch hier, wir haben hier die modularen Motoren, wir haben das Mehrzweckgerüst, wir haben, hier sind ja nur die Sachen. Das ist ja mega. Ich habe eine Idee, was wir jetzt hier noch machen. Wir bauen uns das Ganze so um. Bis dahin, will ich das bis dahin gehen lassen? Nein, will ich nicht. Wow. Das ist doof. Aber das könnte ich machen, weil hier habe ich genau den Platz, den ich dafür brauche. Versuch. Also. Wir setzen uns Container. Und zwar brauchen wir dafür, die Idee, die ich habe, ist, die Richtung ist egal, aber hier ist besser. Setzen wir zwei Stück. Einen setzen wir auf diese Seite. Einen zweiten. Setzen wir auf diese Seite. So. Jetzt kommt alles, was auf diesem Band da liegt, geht per einfachen Splitter. Einmal. So. Da rein. Da rein. Auf der Seite machen wir das gleiche. Einmal da. Einmal da. Da rein. Da rein. So, das Zeug läuft jetzt schön zusammen. Ja? Jetzt gehen wir hin. Machen hier drunter. Da. Gehen wir. Eins, zwei runter. Oder machen wir machen lieber drei. Unten kommt der Kollege hin. Eins, zwei,
3 in die Richtung. So. Dann setzen wir uns hier einen. Moment. Einen weiteren Container hin. Und zwar hier vorne. Für den uns Rohre fehlen. Die sind hier also weiter. Machen wir jetzt auch noch zu Ende. Das ist gerade einfacher da hinten zu gehen. Nein. Da sind Rohre. 20 Stück. Fertig. Kommt da noch ein Container hin? Der vereint die beiden da oben. Und zwar, indem wir Senator bauen, der da rausgeht. Einen dorthin. Einen dorthin. Da geht der Spaß rein. Da geht der Spaß rein. Von hier aus. Wie machen wir das besser? Kommst nach hier hin, gehst hoch und dich packen wir nach oben. Genau. So, das läuft schön da rein. Hier unten, du gehst da darüber. Du kommst hin und gehst in das untere Loch. War ein bisschen zu hoch. Macht es. Gehst da rein. Gleichzeitig machen wir aber von da aus hopp, ein in diesen Container rein. Das funktioniert. Und dann geht der ganze Spaß nämlich da raus. Ja, wunderbar. Das heißt, was immer hier produziert wird. Oh, warum ist denn der untere so? Richtung. Muss einem ja auch jetzt mal gesagt werden. Ne? Das ist natürlich ungünstig, weil die brauchen wir da hinten, um was zu bauen, was dann wieder hier hinkommt. Macht nichts. Wir lassen die durchlaufen. Machen wir den unteren gar nicht. So. Hier geht's wieder hin. Zack. Zack. Du läufst nach. Da rein. Ja, wir brauchen jetzt den zweiten nicht. Okay. Du ballerst den Spaß da raus. Die Motoren, die da anstehen. Warum stehen da Motoren? Okay, die gehen auch nach hinten. Vollkommen egal, wo die hingehen. Hauptsache das Endprodukt, das von da drüben kommt, geht weg. Hierfür brauchen wir die, die kommen. Und das scheint auch zu funktionieren, weil wir haben hier eine Lücke zwischen dem und dem. Und jetzt ist nur noch die Frage, was ist mit dem? Wo geht hier hin? Das gucken wir uns jetzt mal eben an. Müsste da hinten hingehen. In den Motoren gehen die hier irgendwo ab. Die Motoren gehen darüber. Und darüber, da hoch, da hinten hin. Da hinten baue ich irgendein Teil, das dann wieder zurückkommt. Das dürfte dann hier oben sein. Okay. Und da ist das obere. Ja, dann passt das. Und nur gucken, dass das auch wirklich gebaut wird. Drohnen fliegen.
Dann habe ich dich hier abgeschaltet. Ich habe dich abgeschaltet. Dann kannst du natürlich gar nichts machen. Ey, bau die Dinger. Bau sie einfach. Mach das hier weg. Mach da hinten weg. Dann können wir den ganzen Spaß nämlich schön nach und nach wegräumen. Das ist eine gute Idee. Eigentlich nicht, aber... Das ist halt da an der Stelle relativ schnell gelöst, indem man wieder die entsprechenden Bänder wegnimmt. Und wenn wir so eine Produktion nochmal brauchen, dann funktioniert die auch. So, das sieht doch gut aus. Perfekt. Wir schreddern also jetzt schon mal das Zeug, was wir gerade nicht brauchen, an Liftteilen. Du müsstest... Okay, du machst sowieso. Du bist durch. Was wir noch nicht schreddern, ist nukleare Pasta. Und jetzt das. Da schreddern wir aber auch schon. Genau. Ja, aber so kriegen wir das doch hin. Wir können uns um die nukleare Pasta nochmal kümmern, die von der anderen Seite kommt. Müsste ja auch irgendwo anstehen, oder? Da unten, genau. Mal gucken, wie wir die vielleicht da oben in den Container reinkriegen oder da in den Container. Müssen wir letztendlich nur auf einzelnen Bändern hier liegen, erlegen, und zwar auf. Hier ist es wirklich so einfach. Das hebe ich mir aber fürs nächste Mal auf. Vielleicht machen wir dann auch irgendwann noch die anderen Apparellos hier, die Gasmobil ist. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Jeffchen.